In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Wunderwaffen wieder auf Pekka-Punch 4 leveln könnt. Und zwar braucht ihr hierfür erstmal nur zwei belegte Waffenslots und einen Molotow-Cocktail, ganz wichtig. Wenn ihr dann ready seid und im Game seid, dann müsst ihr die Karte öffnen und so einen Waffenversteckauftrag suchen. Diesen aktiviert ihr, danach geht ihr zu diesem Auftrag und dort ist dann dieser Waffenschrank. Hier braucht ihr auch eine Selbstwiederbelebung, einen Hund, der euch wiederbelebt oder eine Mate, Leute. Ihr wirft die Molotow jetzt auf den Boden und kurz bevor ihr komplett down geht, interagiert ihr mit dem Waffenschrank. Und wenn ihr dann wieder aufsteht, habt ihr alles richtig gemacht, wenn ihr eure Waffen swiped und ihr noch einen dritten leeren Platz habt. In diesem dritten leeren Platz, Leute, öffnet ihr jetzt die Wunderwaffe, die ihr auf Pekka-Punch 4 machen wollt. Bei mir ist es die VR11 und danach droppt ihr die Waffe aus dem ersten oder zweiten Waffenslot, sodass die VR11 bzw. eure dritte Waffe dann in den zweiten oder ersten Slot rückt. Wenn ihr die dann im Inventar seht, so wie bei mir, könnt ihr jetzt nun einen goldenen Schlüssel drauf machen und ein Pekka-Punch 3 Kristall und die Waffe ist wieder auf Pekka-Punch Stufe 4. Ich werde euch das jetzt nochmal ein bisschen langsamer zeigen, damit ihr das Timing ungefähr einschätzen könnt. Ich werfe also die Molotow, achte auf meine Lebensanzeige und bleibe so vor dem Tresor, dass ich auf Interagieren drücken kann. Und kurz bevor ich komplett down bin, Leute, interagiere ich damit. Und wenn ihr wieder aufsteht und einen dritten Slot habt, so wie bei mir, dann hat das bei euch alles geklappt. Das war's dann auch mit dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und für alle, die noch kein Abo bei mir haben, können jetzt ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.